So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Ich habe Secret Lair Drop. Und zwar Secret Lair Drop The Evil Dead in Traditional Foil. Es wurde mir von einem Freund von mir zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Einmal unterroppen. Why you have you disturbed your our sleep? Das finde ich ganz cool. Sie machen es ja wirklich ganz cool mit den Farben, die sie machen. Das finde ich schon ganz nett. Ui. Ui. In Rot. Sehr sweet. Und dann in diesem wunderschönen Schuhkarton. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Darunter ist ja noch die geheime Karte. Erstmal hier abkriegen, ohne was kaputt zu machen. Das ist bei dieser Verpackung ja leider nicht so einfach. Ich habe es geschafft, immerhin. So, dann. Bap, bap, bap. Was haben wir denn? Wir haben ein Pure Steel Paladin mit 202,2. Immer wenn der Ausrüstung ins Spiel verkommt, sind wir eine Karte ziehen, equippen für 0. Ui. Also die Karten sind fast straight. Und sie fühlen sich gut an. Die fühlen sich ein bisschen dicker an, wie das, was ich normalerweise gewohnt bin. Steht hier drauf, wo die gedruckt wurden. Auch in den USA. Weil die sind eigentlich von der Qualität her, bin ich ziemlich begeistert. Ich bin wirklich begeistert. So, dann haben wir Vanquish the Horde. Für 8 Mana zerstören wir alle Kreaturen, wird ein Mana günstiger. Und zwar Destroy the Dead. Sehr cool. Dann haben wir Nobis Incation. Das ist eine Zombie-Apokalypse für 6 Mana. Wir bringen alle Zombies aus dem Friedhof zurück und zerstören alle Humans. Dann haben wir, die sieht cool aus, die Linda. Die ist echt cool. Mit der Lich Queen für 4 Mana, 4-4. Sehr, sehr cool. Field of the Dead, beziehungsweise Cabin of the Dead. Auch sehr cool, auch wenn es Field of the Dead natürlich eines der geilsten Karten überhaupt, wenn es darum geht, Zombies zu erstellen. Dementsprechend passt das natürlich sehr gut. Und dann noch ein Zombie-Token. Beidseitig? Nee, einseitig. You will die like the other before you. One by one will take you. Nice. Sehr, sehr cool. Und was bist du denn? Okay, ich musste erstmal kurz realisieren, was das ist. Das ist die Shovel of Decapation. Ein Colossus Hammer, der +10/+10 gibt und fliegend verlieren lässt für 8 Mana zum Ausrüsten. Ash, she's dead. We gotta bury her. Von Scotty. Ja, das ist das Evil Dead. Ich kann zu Evil Dead, zu der Franchise nicht so viel sagen, bin ich ehrlich. Dementsprechend kann ich nichts dazu sagen, wie gut sie das gelöst haben oder wie nicht. Das könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Prinzipiell finde ich die Kartenauswahl sehr, sehr gut. Also Field of the Dead, Colossal Hammer, Vanquish the Horde, Pure Steel Paladin, Pure Steel Paladin und den Colossal Hammer. Ist fast schon ein Modern Deck. Also wenn man da halt dann irgendwie, keine Ahnung, 4 Stück jeweils von kauft, hat man ein Modern Deck. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und hier hat man einen coolen Commander, wo man die ganzen Karten drin spielen kann. Dementsprechend hier mit schönen Zombies. Ich weiß zwar nicht, was ein Pure Steel Paladin bei einem Zombie-Deck mit drin macht, aber das ist auch egal. Darum geht's nicht. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich das auspacken durfte. Es ist Secret Lair immer wieder ein Spaß. Vor allem jetzt, wo sie so ein bisschen an den Zahlen rumschrauben, wie man Secret Lair bekommt. Dementsprechend, ja. Wenn so ein Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich andersweitig supporten wollt, ich habe Patreon. Also das, wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, habe ich Patreon. Wenn nicht, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und ähnliches. Vielen Dank an alle meine Patrons. Vielen Dank, dass ich das aufmachen durfte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.